Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist los, Mann? Das ist der neue Rekord! Das größte Experiment auf YouTube Deutschland. Welches Auto kann am weitesten fliegen wie ein Vogel? Verstehst du den Vogel? Ha, ha, ha. Sie sind geistig behindert. Hey, hör mal auf, mich hier auszulachen, Leute. Wir haben Bugatti, wir haben Rolls-Royce, wir haben viele verschiedene Wagen. Und welcher Wagen wird am weitesten fliegen? Das werden wir heute rausfinden. Lasst auf jeden Fall ein dickes Like da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Schreibt in die Kommentare ein, was ich als nächstes machen soll. Oder welches Auto ist euer Lieblingsauto? Und jetzt würde ich sagen, wir labern nicht viel lange rum und finden den krassesten den Vogel in diesem Spiel. Krr, krr. So, Freunde, und wir befinden uns jetzt in zu dem Game und unser erster Kandidat für den Weitsprung ist unser Gabelstapler. Das ist ein Arbeitswagen und heute wollen wir mit diesem Arbeitswagen zerstören. Wir fahren 8 Kilometer die Stunde, 12 Kilometer die Stunde, das ist sehr schnell. Wir haben Gabelstapler, wir können hier fahren. Ihr seht es selber, wir sind konstant, 50er Zone, unbegrenzt und gib ihm. Wir sind unterwegs, Freunde. Wir schaffen es, Freunde! Der Gabelstapler wird gleich fliegen! Das ist der erste Kandidat! Wir kommen zwar zum Sprung an. Ja, wir kommen zum Sprung an, Freunde! Ja, wir fliegen gleich! Wir fliegen gleich! Wir fliegen gleich! Wir fliegen! Meter haben wir geschafft mit dem Gabelstapler. So, Freunde, wir sind mit dem nächsten Wagen unterwegs und es ist ein Tesla Cybertruck. Ihr kennt diese Cybertrucks, vielleicht habt ihr schon davon mitbekommen. Elon Musk hat sie rausgehauen. Man kann die gerade nicht kaufen, man konnte nur vorbestellen. Viele haben vorbestellt, aber wissen gar nicht, wie die Leistung dieses Cybertrucks ist und wir werden es herausfinden. Wir sind unterwegs mit dem Cybertruck, Leute. Elektromotor, aber man hört trotzdem Motor. Irgendwie verkriegt den Käse, aber wir sind unterwegs. Wir sind schon bei 150 Kilometer die Stunde, 160 Kilometer die Stunde und es geht los. Oha, oha, 300, fast, oh, kurz, 390, wow, das waren einfach 390 Meter, Freunde. Und wenn wir schon beim Cybertruck waren, muss ein wahrer Konkurrent her und zwar ein kleiner Wagen, Mal gucken, ob er vielleicht so leicht ist, dass er durch die Geschwindigkeit nicht so viele Punkte holt, aber durch das Gewicht viele Punkte holt. Ich sehe nicht mal die Strecke. Oh mein Gott. Oh. Wow, mehr als der Gabelstapler. Nächster Kandidat hat ein bisschen Feuer unterm Hintern. Das ist unser Pinguin, Leute. Ihr kennt ihn vielleicht aus der letzten Testfolge. Ja, yeah, Pinguin! Das ist ein kranker Wagen, Freunde. Wow, mit Nitroglycerin, Freunde. Mit Nitroglycerin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Freunde, wir sind krass. Unser Motor ist gleich kaputt. Unser Motor ist gleich kaputt, aber wir sind... Wow, 100... Wow, 120 Meter oder so, kranker Flitzer. Leute, wir haben heute einen ganz kranken Wagen und zwar den neuen Wagen von Justin Rolls-Royce. Freunde, guckt ihn euch an, Alter, wie wunderschön er glitzert drinnen, Sternenhimmel, alles drum und dran. Wird dieser Luxusschlitten irgendwie die Rekorde brechen? Man hört schon einen etwas leiseren Motor, muss man an der Stelle sagen. Und wir gucken, ob wir die Rekorde brechen, Freunde, mit einem schönen Rolls-Royce. Und wir fahren hier, oh, wir sind schon schnell unterwegs. Ja, 140, 150, 160, 170 und... oh mein Gott, das könnte 400 sein. Ich glaube, das ist unser neuer Rekord. Der Rolls-Royce von Justin hat den neuen Rekord gebrochen. Und deswegen muss direkt ein kranker, teurer Kamerad her, und zwar der Bugatti Veyron. Guckt euch das Ding an, Alter. Das kostet ein paar Millionen Euro, dieser Wagen, Freunde. Das übertrumpft den Rolls-Royce um Meilen, Freunde. Und wir testen jetzt. Hallo? Oh, schöner Autostart. Okay, wir sind im Bugatti, Freunde. Boah, hört ihr den Sound? Oh nein, das war ein Fehler. Ei, ich hab einen Fehler.
Oh, Bugatti! Das war nicht mein Schuld, das ist... Der Bugatti ist explosiv, wir müssen ganz langsam dranfahren hier an die Strecke und dann erst losfahren. Okay, und jetzt geht's los. Kurz hier... Okay, jetzt. Bugatti, wir sind bei 120. Oh mein Gott, das muss der neue Rekord sein. Der Bugatti. Oh mein Gott. Alter! Es gibt nur einen Wagen, der diesen Wagen stoppen kann, und zwar unser McQueen, Freunde. McQueen hat schon viele Sachen gerettet. Ihr kennt ihn, McQueen to the Queen. Und er wird es heute nochmal schaffen, vielleicht, Freunde. Der Bugatti hat sehr stark vorgelegt, aber wir haben McQueen, der ist auch ziemlich gut dabei. Und let's go, fly like McQueen! Oh mein Gott! Jo, Leute, kleiner Sandsturm hier, was denn hier passiert? Leute, ich habe aber einen Kandidaten, der ein guter Gegner sein kann, und zwar die Feuerwehr, Freunde. Ja, die Feuerwehr, ihr fragt euch sicherlich, hey Bruder, wieso die Feuerwehr? Die Feuerwehr muss schnell sein, die Feuerwehr muss schnell Brände löschen, und das ist ein riesiges Ding, was hoffentlich fliegen kann. Guckt euch an die Feuerwehr an. Alter, die Feuerwehr ist zu krank. Ich sag nicht, wie es ist, die Feuerwehr könnte den neuen Rekord brechen von Bugatti. Oh mein Gott. Ja, Freunde, wir haben den Brand gelöscht, indem wir das Wasser einfach auf das Auto drauf gemacht haben. Denkt euch sicherlich, Bruder, du wirst keinen Rekord mehr brechen vom Bugatti Veyron. Aber Freunde, guckt euch mein Auto an, wir haben einen Schulbus mit fliegenden Flügeln. Also Flügel drauf, weißt du, was ich meine? Und deswegen, Freunde, das ist das Auto, was den Rekord vom Bugatti ohne Probleme brechen kann, weil wir können jetzt einfach gleich losfliegen. Gebt euch das, Freunde, damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Mit dem fliegenden Schulbus. Wir nehmen Anlauf. Wir fliegen schon gleich los, Freunde. Unser Motor ist zwar gleich kaputt, aber wir fliegen. Oh mein Gott. Was ist los, Mann? Das ist der neue Rekord. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben den Rekord gebrochen vom Bugatti Veyron mit einem fliegenden Flugzeugbus. Hat sich Monte gekränkt gefühlt und gesagt, ey Bruder, mach mein Lamborghini und der wird noch mehr schaffen. Also neuer Platz 1 ist der fliegende Bus, Freunde. Und jetzt mal gucken, ob Montes Lamborghini dagegen irgendwas machen kann. Und Montes Lamborghini nimmt auf jeden Fall gut Anlauf. Montes Lamborghini, wir fahren ganz schön schnell. Okay, vielleicht hat er wirklich eine Chance. Vielleicht ist dieses... Wow! Oh mein Gott, mit Looping! Wow! Einfach mal ein Salto! Aber leider reicht das nicht für den Bus, Freunde. Leute, da muss ich zum R8 greifen. Ein wunderschöner Audi. Audi. Ach, Freunde, gebt euch diesen Sound. Gebt euch diesen Motor. Gebt euch diese Beschleunigung. Und ist dieses Auto in der Lage, den neuen Rekord zu brechen? Was? Was? Das Auto hat zwar nicht den neuen Rekord gebrochen, aber es hat einen Salto gedreht und konnte dann weiterfahren ohne einen Kratzer. Respekt an der Stelle an Audi, aber leider hat das auch nicht gereicht. Unser nächster Kandidat ist einfach der Einkaufswagen und diesmal mit Wassermelonen, weil ihr unter das letzte Video geschrieben habt, ey Bruder, mach die Wassermelonen rein, die Wassermelonen sind das Kräftigste. Und ich würde sagen, die Wassermelonen zählen, Leute. Wenn ein Gegenteil so weit wegfliegt, dass es ankommt, dann ist es auch weit gekommen, ja? Und wenn die Wassermelone 500 Meter schafft, dann schafft sie 500 Meter! Oh mein Gott. Wassermelonen? Wasser... Was?
Wassermelonen? Die kommen da angerollt! Guck dich das an, Alter, die Wassermelone! Wie kommt, Alter, die rollt da hier durch die Gegend, Alter! Guck mal, wie weit die Wassermelone gekommen ist! Und das ist der neue Rekord, Freunde! Das ist eindeutig der neue Rekord! Guck mal, wie weit! Die Wassermelone ist gerollt! Und als letzten Wagen haben wir einen kleinen Giganten, und zwar einen kleinen Baustellen-Zement-Dingsbums. Also hier ist Zement drin, deswegen können wir weit fliegen. Wir haben hier so kleine LKW, und ich denke, dass dieser LKW auf jeden Fall den neuen Rekord brechen könnte, ohne Probleme. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, Freunde, oder? Wie findet ihr das Ganze? Sieht doch nicht schlecht aus, könnte doch der neue Rekord sein. Auf jeden Fall könnte der neue Rekord sein. Bam! Oha, diese Flugkurve. Der LKW hat den Rekord nicht gebrochen. Heutiger Sieger ist auf jeden Fall der fliegende Bus, Leute. Lasst auf jeden Fall ein dickes Like, abonniert den Kanal. Wer war euer Favorit? Und was sollen wir für ein Experiment machen? Sollen wir mit den ganzen Autos und so Treppen runterfahren? Oder sollen wir einen Brückensprung machen? Leute, schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal und ciao.